Bisher bei Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wenn Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Alan. Shh. Baby, es war nur ein Albtraum. Alice. Na, bitte. Hartman? Bin ich gemein? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrank. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl. Ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Und dann mal herzlich willkommen im nächsten Part zu meinem Let's Play von Alan Wake Remastered. Und damit herzlich willkommen im nächsten Part zu meinem Let's Play von Alan Wake Remastered. Im letzten Teil ist der Kidnapper von der Dunkelheit verschlungen worden und ist getötet worden und somit hat Harten uns gerettet. Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so, Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Guck mal, er hat immer noch auf der Nase, wo wir auf die Nase geboxt haben, ne? Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von Ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat Sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ganz bestimmt. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Hier lang, Alan. Ich komme gleich. Guck mal, was zeigen die? Ist eine Xbox? Ne, hä? Früher war das eine Xbox 360, die da stand, glaube ich. Und guck mal, Night Springs ist Videogame. Der Videogame von Night Springs. Und hier ist ein kleines Brettspiel. Und hier ist, keine Ahnung, irgendwas rumgekritzelt. Night Springs, the Videogame. Ein paar Snacks und sowas. Emerson, The Soil und Lane. Nix drin. Und hier kann ich auch noch rein. Ja, das ist dann wohl hier die Künstlerin, ne? Hä? Die Kunst verstehe ich nicht. Das ist schon eher Anderson. Okay, Hartman. Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen.
paranoiden Wahnvorstellungen, sind von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, dass um sie herum alles durchdringt, auch ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Stimmt ja auch. Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation ihres Unterbewusstseins, das versucht, sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, ihr Instinkt befiehlt ihnen, sich gegen mich zu wehren. Aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Keine Leute sind gestorben. Was ist mit den Helikopter abgestürzt? Oder die Polizisten? Oder Carl Stucky? Oder Rusty? Hinter dem Schatten, mit dem man sich begnügt, liegt ein beleuchtendes Wunder. Guck mal, Thomas Zane. Im Andenken an einen lieben Freund und Poeten. Da hinten ist der Cauldron Lake, ne, wo die Hütte mal war. Alter, ganz hinten ist es. Gegenüber. Da sieht man da. Kann ich zeige gerade hin, da sieht man die Hütte, da sieht man sogar die Insel. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. Stimmt doch gar nicht. Da sieht man die Insel doch. Da ist das Vogelbein. Die Vogelfuß. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Oh, Gewitter. Hier entlang folgen Sie mir. Gewitter ist mein Lieblingssound und Donner. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich Ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind? Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört zur Ich ließ ihn reden. Hartman liebte offensichtlich den Klang seiner Stimme. Seine Worte halten in meinem Kopf wieder. Ich bohrte mir die Fingernägel in die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Gott. Mein Gott. Therapists, man. Aber guck mal, da seht ihr die Insel sogar. Da ist ja sein Vogelfuß, ne? Das ist diese Insel und da sind die drei Zehen. Also die Insel ist noch da. Dann sagen die alle, die Insel ist nicht mehr da. Die sieht man doch ganz genau, dass sie noch da ist. Oder es ist ein Spielfehler. Oh, ich liebe diesen Sound, ey. Oh, ich liebe diesen Sound einfach nur. Schon mit Gewitter. Lebt ihr diesen Sound nicht auch? Wer den Sound mag, schreibt das mal in die Kommentare. Wer auch den Sound von Donner und Donner so gern mag. Kommen Sie mit. Gehen wir hinein. Oder was ihr für Soundeffekte gern mögt. Von der Natur. Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe die Jagd. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Ginge es wunderbarer? Wirklich wunderbar, ja. Es gibt nichts über ausgestopfte Tiere an den Wänden, ne. Beängstigend, beängstigend. Ich glaube, der wurde gar nicht überarbeitet. Der sieht genauso aus wie früher, oder? Der voll langen Hals. Ich bin ein schlimmer Albtraum.
Du solltest Angst haben. Willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Bitte, Emerson. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ja, du möchtest, dass ich weggehe, damit du keine Angst mehr haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. Emerson. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist Emerson. Ich darf sagen, dass wir bei ihm tatsächlich Fortschritte machen. Er arbeitet an Videospielen, an Lächeln-Tätigkeit und doch bedarf sie eines kleinen kreativen Aufwandes, weswegen er für meine Therapiemethode empfänglich ist. Ach was. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Ich gucke mal kurz hier kurz mal rum. The Creator's Dilemma, das fast fesselnde neue Buch von Dr. Emil Hartmann, Autor des Bestsellers Creative Flow. Er erklärt seine bahnbrechenden Techniken, Bindungstherapie und der Fluss in seinen eigenen Worten. Er ist landesweit im Buchhandel erhältlich. Das ist ein Buch, was Alice gelesen hat, ne? Was sie ja dazu inspiriert hat, dass wir nach Bright Falls fahren und die mal besuchen, ob der uns helfen kann. Das ist der Grund, warum der aus der Colden Lake Cabin ja rausgeflüchtet ist, ne? Vor Wut. Dass das herausgefunden hat. Hey, da ist ja der Typ, der das Bild malt. Oh, hallo. Ich habe sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen überkam mich einfach die Inspiration. Dr. Hartmann wollte, dass ich Landschaften male. Und das habe ich auch. Aber dann habe ich angefangen, die hier zu malen. Und zwar jede Menge. Die Bilder fliegen mir einfach zu. Dr. Hartmann, gefallen sie. Er hat sie in seinem Büro. Ach ja? Er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch, ich werde besser. Wenn euch das Bild gefällt, gebt ihr einen Daumen. Ich packe dann besser mal ein. Der Sturm ist fast hier. Sehen Sie sich das an. Ich wäre nur höchst ungern heute Nacht draußen. Wenn euch das Bild gefällt, gebt dem Video auch gerne einen Daumen hoch. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben, den ich mir dann sehr gerne durchlese. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, hinterlasst mir doch einfach ein kostenloses Abo. Ihr müsst wirklich nur unten rechts auf den Abonnier-Button klicken und vergesst aber nicht die Liberty Bell, also die Freiheitsglocke zu aktivieren. Guck mal, da sieht man, da ist diese Insel immer noch, ne? Nur die Hütte fehlt. Kann ich hier rein? Nö. Das ist der Typ, der die ganzen Gemälde malt, ne? Eigentlich ist das echt ein perfekter Ort, ne? Weil Colton Lake, die Dunkelheit, wird ja von Künstlern angezogen, ne? Und direkt hier gegenüber ist eine Klinik, wo alles künstlerisch nur gemacht wird. Der Dr. Hartmann, der muss bestimmt mit der Dunkelheit unter einer Decke stecken, mit Sicherheit, ey. Patientenräume. Hartmann hatte Probleme mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Portable Battery. Tragbare Batterie. Da hinten ist noch ein QR-Code, den wir einscannen können. Hier, wer ihn einscannen will. Fertig. Guck mal, der weiße Knight, der Black and White Knight. Bärenpilz auf dem Boden. Der arme Bär. Hua! Guck mal, dass es nur ein Treppenhaus hier ist, ne? Eigentlich müsste da auf der anderen Seite auch noch eins sein, dass es schön symmetrisch ist. Staff only, ne? Da will ein Mitarbeiter rein. Ah, willkommen in der Cordon Raid Lodge. Wir sind hier, um Ihnen die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie jedoch Folgendes. Bitten Sie Freunden und Familienmitglieder, Besucher vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass sie nicht in Ihre Therapie und
oder Kreativphasen stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem wenn sie nicht in ihren eigenen kreativen Prozessen befinden. Haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, sie zu brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Die Bindungstherapie und Ihre Schwestermethode der Fluss funktionieren am besten, wenn Sie aktiv an ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie sich nicht, sie zu stellen. Oh, guck mal, Thor und Odin. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, würde ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Guck mal, die spielen Night Springs. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse herauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht zum Revier, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte. So was Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft. Du bist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson Farm. Valhalla. Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Oh, eine Manuskriptseite. Ja, die wissen schon, was los ist. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog. Und zwar durchweg. Verrückt oder nicht. Die Andersons waren vertrauenswürdiger. Die wissen, was los. Hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Tut mir leid. Auf der Farm haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutat. Medizin. Mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde Mondlicht dein Hirn erhellen. Oh, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellbogen? Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Mehr nicht. Baba Yaga hat ihn sich auch... Oh, Baba Yaga. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Meine Raben, das waren... Wie hießen sie? Memory and Thought. Dir hat sie auch etwas weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmare shifted in their sleep, in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte. Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben. Bis ins Mark verseucht. Alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt.
Ihr seht, hier sind auch schon was los. Die kannten sogar Thomas Zane, ne? So ausgelaugt. Haben die Farm nah am See gebaut. Einem Ort der Macht. Ja. Was haben wir dafür Feste gefeiert, Mann? Du solltest hingehen und eine Party feiern. Naja, Thomas Zane, Schriften und sein Assistent. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Ah, seht mal an, daher kennt Thomas Emil Hartmann Thomas Zane. Das ist ja unser netter Psychiater gerade, ne? Der sagt, wir sind verrückt. Der weiß schon, was da alles vor sich geht, ne? Thomas Zane, als er damals angefangen hat als Schriftsteller und hier am Corderake auch geschrieben hat, ne? Und seine Freundin davon besessen wurde. Und vor allem Baba Yaga, ne? Auch bekannt als die Vogelbeinhexe in der russischen Mythologie. Ne? Eine Hexe, die halt auf dem Haus, im Haus wohnt, das auf Vogelbein durch die Wälder streift. Und die Anderson sind natürlich sehr klug, ne? Die sind das nämlich auch teilweise schuld, dass die Dunkelheit an Macht gewonnen hat. Ne, weil die Tür auf war wegen Thomas Zane. Er wird sie dann sehr wahrscheinlich wieder zugemacht haben. Und wir haben sie natürlich komplett geöffnet, als wir natürlich die ganze Geschichte jetzt geschrieben haben, durch die ganzen Manuskripte. Ja. Der fette Bobolda hat den Verstärker durchs Fenster geworfen. Hat diese Hippie-Tussi am Hinterkopf erwischt. 15 Stiche und eine Gehirnerschütterung. Bob ist jetzt tot. Leukämie. Da fehlen noch zwei Leute, ne? Spitzen und Betäubungsmittel. Ein übler Ort. Freya und Loki fehlen noch, ne? Von Thor. Thors Bruder Loki und noch Odins Frau Freya. Die fehlen noch. Gott, also der Part wird sehr viel gequatscht. Habe ich noch mehr Seiten? Nee, ne? Ne. Die Wahrheit. Ach, guck mal, was für ein spitze Schuhe der Wake hat, ey. Müsst ihr noch mehr reden? Ne? Fertig? Na gut. Oh, da ist eine Manuskriptseite, aber da kann ich nicht lang. Vor allem, was für ein Zufall ist auch, dass Emil Hartmann ausgerechnet auf dem See ist, wo wir den Kidnapper treffen, ne? Emil Hartmann ist bestimmt der Boss gewesen. Du kannst einen Albtraum nicht verletzen, denn alle Träume sind nur Einbildung. Sie finden nur in deinem Kopf statt. Und wenn du aufwachst, gibt es sie nicht. Also darfst du nicht aufwachen, denn ich hab jetzt das Sagen und ich will nicht verschwinden. Mein Albtraum ist, dass die Publisher-Leute was beitragen wollen, damit sie sagen können, sie hätten was beigetragen. Dann gibt's plötzlich Fokuhilas, weil die Fokuhilas lustig finden. Aber es sollte gar nicht darum gehen. Und jetzt geht's doch um Fokuhilas. Und wenn eine Szene in Zeitlupe ist, nennen sie es Fokuhila-Time. Weil die Umfragewerte sagen, dass die Fokuhila-Time der Bringer ist, um bei der Zielgruppe voll einzuschlagen. Und das meinen die ernst. Die sagen es wie Serienkiller, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Mein Albtraum sind die Autoren. Die wollen, dass alles von den Figuren bis zu den Toastern redet. Die ganze Zeit. Und seinen Gefühlen Ausdruck verleiht. Die halten nicht mehr die Klappe. Und auch die Autoren halten nicht mehr die Klappe, weil sie auch Gefühle haben. Und ich muss ihnen zuhören, weil sie keine Angst vor mir haben. Und alle sollten einfach nur die Klappe halten. Klappe halten. Aber ich sehe keine Albträume mehr. Denn ich mache denen zu viel Angst. Ich nehme jeden Morgen zwei Pillen und eine zu jeder Mahlzeit. Das macht mich zum schlimmsten Albtraum von allen. Gott, das hat eine Quatscherei in dem Part. Ist noch mehr zum Reden? Nee, ne? Nö, okay, dann. Jetzt kann ich wieder rennen, wieder wenigstens. Versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu ihrem Zimmer. Die Türen waren versperrt. Hartmann und die Schwestern hatten Schlüssel, aber es war unmöglich, an sie ranzukommen.
Okay. Boah, so eine geile Bärenholzstatue, ey. Voll geil. Hätte ich auch gern. So. Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Ja, wie ich gesagt habe, alles, was er geschrieben hat, wird wahr. Nur wie Thomas Zane damals in den 70ern. Thomas Zane hat das bestimmt geschrieben, ne? Dass die Insel von dem Vulkan zerstört wird. Zusammen mit der Kabine. Der Cabin, ne? Hat er bestimmt so geschrieben. Hartmann wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erstmal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Also eine Weile wird ganz viele Sachen aufgeklärt, ne? Hat zwar gedauert, aber... Das ist nicht mal ein Xbox One S oder Xbox One X, ne? Ne, das ist einfach ein ganz normaler Computer oder irgend sowas. Ups. Das sind alles leere Canvas, alles leere Bilder hier. Na gut. Guck mal, Wake. Schreibmaschine, ne? Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Immer ein Let's Play von Alan Wake Remastered. Bis zum nächsten Part.